Buch. Soll ich wieder vorlesen? Ja, lese, aber vorher brauche ich rum. Okay. Mein Gott, ich kann nicht mal mit dir reden. Ich lese am Lagerfeuer. Leuchte dich am Lagerfeuer. Oh, danke. Warte, du musst von der anderen Seite. Und weiter geht's. So, jetzt kriegst du alles zurück. Boah, ist das hell. Hilfe. Okay. Okay, jetzt lese ich vor, okay? Ja. Dieses Buch gehört Tascha. Ich bin 4,5 Jahre alt und meine beste Freundin ist Brixie. Wenn ich älter bin, will ich auch so eine Piratenprinzessin sein wie sie. Sie sagt, ich darf sogar ihre magische Krone tragen. Die Monsterinsel. Ich bin im Internet immer auf Suche nach Opfern. Ach du Scheiße. Das ist aber kompliziert. Okay. Oha. Ancient Spire. Eine Monsterinsel im Südwesten. Ab in den Bau. Alter, ich kann nicht mehr verstehen. Ich weiß, wo die. Flo, wir waren da beim letzten Mal. Ja, ich erinnere mich. Oder? Falsch. Ich erinnere mich. Kämpfen gegen die Monster. Da wird's ein bisschen heiß. Hä? Ich hab gerade den Krug gekotzt. Der unendliche Krug, das unendliche Bier. Und klettern. Noch mehr klettern? Oh Gott. Stürmische Schwingen. Okay, gut, also wir müssten vielleicht erstmal den ersten Teil machen, ne? Also wir müssen nach von Ancient Spire zur Monsterinsel im Südwesten. Du kannst deine eigene Kotze im Kübel sammeln. Okay. Und den anderen Neuler. Kate. Sorry, ich wechsle das immer. Kate? Das ist mit Enoila, weil da sagst du immer nur das Falsche. Kate? Ja, entspannt euch, Alter! Du kannst auch ins Skinnerbuch schauen. Was? Wohin? Ich war einfach gerade AFK, was willst du von mir? Also es gibt ein Kinderbuch. Das musst du hier auf dieser Insel suchen. Ich werde wieder nüchtern. Verdammt. Kinderbuch? Ja. Das musst du auf dieser Insel suchen. Ihr habt nicht nochmal Feuerding sind da. Nein, also tatsächlich, wenn du eh hältst, hast du jetzt ein Buch mit dabei. Ich habe gerade die Geschichte vorgelesen. Alter und, Verwalter. Wir haben dadurch eine Quest. Komm mal her, Flo, ich hab da eine Kugel für dich. Und komm, bück dich. Wir haben jetzt die Quest. Du kannst mit Q und E blättern, wenn du das Buch in die Hand nimmst. Warte. Also, Kinder, ich hab irgendwas ist bei meiner Steuerung anders. Wenn ich auf E drücke, passiert gar nichts. E halten. Halten. Halte das mal. Das weiß ich. Und da kommt nichts oder was? Nein. Hast du irgendwas umgestellt? Ich wüsste. Du spielst mit Maustaste, du, oder? Wie bist denn du vorhin auf die Karte gekommen? Mit M. Mit M, da kannst du deine Karten auswählen, oder was? Kommt dann dieses... M? Okay, gut, dann hast du ein bisschen was verändert. Okay, wenn du M hältst, dann müsste dann dein Buch oben auftauchen. Okay, ja. Genau. Und da ist jetzt die Mission drin. Das ist jetzt die nächste Quest, die nächste Story-Mission. Was ist das für eine Story? Hast du ja eben zugehört. Was hast du gesagt? Bitte was? Mit Q und E war das bei mir jetzt. Nee, Eman, Emansgarn, was für Bereich das? Du musst links, du musst, sorry, du musst Linksklick halten und Q und E drücken dann. Genau. Was meintest du, Pete? Sorry, was? Was für Story machen wir jetzt? Hat die Nummer 3, legendäre Geschichtenerzähler? Genau. Das ist das mit dem Kinderbuch jetzt. Hast du die Insel schon markiert? Noch nicht. Ich gucke mal. Flo, Ancient... lass uns das Schiff in Ruhe. Markier's ja nicht. Ich habe es schon markiert. Jetzt ist das Problem, im Südwesten, was gibt's denn im Südwesten? Devil's Ridge passt nicht. Ich würde sagen, das hier, aber irgendwie, Thieves Haven? Was soll ich jetzt mit dem Buch machen? Also ich soll mir das Buch jetzt durchlesen, oder? Nee, also du kannst es dir durchlesen, also ich hab's, wie gesagt, eben ein bisschen vorgelesen, da ist auch die Missionbeschreibung dabei, also es ist ein Rätsel. Die Monsterinsel ist ein Rätsel. Da steht, Ancient Spire, müssen wir zu einer Monsterinsel fahren. Die wie kann ich das Buch umblättern? Q und E. Wenn du links hältst, linke Maustaste hältst, dann kannst du mit Q und E umblättern. Monster Island. Genau. Eine Monsterinsel. Durchs Maul vom Fisch. Südwestlich. Ja. Genau. Nur die Frage ist, wie sieht das aus? Ist es das hier? Ich meine, es hat eine Brücke bei einem Wasser. Logge, das ist die dritte. Und es ist ein dreiköpfiger Oger. Den müssen wir killen und dann ist da eine Schatzkiste. Das passt nicht. Ist es die hier? Die passt auch nicht. Das ist die.
Flo, ich glaube, das war... Nee, das muss im Südwesten von hier aus sein. Das... Warte mal, wir sind... Aber das ist nicht Südwesten. Warte mal. Wohl, Entschuldigung, wir sind hier. Wir sind da oben jetzt. Genau. Und irgendwo im Südwesten muss sie liegen. Devil's Rig war die Insel, die wir da, was wir das letzte Mal gemacht haben, oder? Ich glaube ja. Da hatten wir den Kampf, ne? Da war nämlich kein Wasserfall und keine Brücke. Auf dem Schiff. Ja, wir sind alle auf dem Schiff. Und hier könnte eine Brücke sein, weil schau. Also, na, okay, aber die Brücke hier ist auch umsonst. Doch, hier! Oder? Ja, hier hätten wir was. Hier neben der Markierung. Geh mal rein. Hier neben der Markierung. Hier, in der Bucht. In der Bucht. So eine, schaut aus wie eine Brücke. Vielleicht geht da der Wasserfall. Ja, stimmt. Das heißt doch auch, wir sollen reinfahren in den Bauch. Ja. Könnte doch das in der Mitte sein. Also was ich jetzt gedacht hätte, jetzt muss ich die Insel mal ganz kurz suchen, das ist auch so eine... Ja, aber das ist nicht südwestlich. Eben, das ist ja genau das Problem, weil ich habe direkt eine andere Insel im Kopf. Ich würde da jetzt auch erstmal hinfahren. Also vorschlagen, dass wir da hinfahren. Warte, wo ist die andere? Smuggler's Bay. Weil das sieht mehr danach aus, weil hier hast du auch die Brücke in der Mitte. Ja, aber auf der Zeröffnung hat die Brücke einen Wasserfall. Du hast vollkommen recht, ja. Die hat keinen Wasserfall. Ja. Yeah. Das heißt, die Brücke muss irgendwo an einer Felswand sein. Und hier würde sich halt der Wasserfall... Ja, okay. Und oben ist aber kein Wasser. Aber das macht Sinn. Fahr mal hin, wir werden es sehen. Und sonst begegnen wir halt ein paar Skelette. Jo, das ist eine gute Idee. Ja, Flocke, die Tails mache ich zum ersten Mal. Der Pete auch. Beim und Alex, weiß ich nicht. Ich habe zum Teil schon gemacht. Aber nur zum Teil. Und für die Kate ist es das erste Mal mit Sea of Thieves. Und das mit der guten Ausstattung, das habe ich von Geburt an. Was? Warte mal, Evati, muss mich jetzt mal in deinem Stream davon überzeugen. Nope, das ist eine Lüge, glaube ihm gar nichts. Boah. Naja, wir haben schon oft gezockt und ja. Okay, also es gibt drei Teilmissionen. Da irgendwie, ja. Boah, das ist echt nicht einfach. Okay, dann... Hau ich den Anker schon mal hoch. Hallo Bernhard! Wohin? Südwesten, Südwesten, genau. Ist denn jetzt Südwesten? Genau. Da vorne ist das schon die Insel? Weiß ich nicht. Ja, die eine war ziemlich in der Nähe, es war direkt die nächste. Hallo Bernhard! Der Bernhard, wo ich das letzte Mal gemeint habe, MacBee, ich weiß zwar nicht warum, weil du die ganze Zeit von MacBee geredet hast. Was? Doch, du hast die ganze Zeit von MacBee geredet und ich hab schon, hey MacBee! Das dicke Bötchen. Weil ich Gerlinde gelesen habe, anstatt. Du müsstest was? Gerdino TV. Du musst noch ein bisschen Richtung Westen. Ein bisschen mehr anschlagen. Ja, wir sind aber im Moment Südwesten. Also der Kompass zeigt Südwesten. Genau, aber du musstest noch ein bisschen westlich, dann steuerst du direkt auf das Schiff zu. Gott, Sternbilder, da würde ich durchdrehen. Was? Ach komm, es gibt scheinbar eine Tail mit Sternbildern. Ah, das kommt auch noch. Das wird lustig. Ah ja, gut, so ein bisschen kann man es aber echt erkennen mit Sternbildern. Ja. Da ist der eine Stern links, da ist der große Stern rechts. Passt perfekt, so. Setz ja, noch ein bisschen weiter westlich. Matthias, hör auf mit den Perücken. Ich bin froh, dass es momentan nichts ist. Es ist heiß. Warte mal ganz kurz. Was? Komm mal her, bitte. Nimm mal Steuer. Jo. Geht? Nein. Siehst du das hier? Ich sehe gar nichts. Ich bin. Kann jemand mal die Segel runterlassen, vielleicht? So, war nochmal kurz auf. Denk was habe ich verpasst? Wir brennen! Was ist da los? Was ist da los? Der Wind kommt auf der anderen Seite. Warum zurzeit nicht vorrätig? Warum kann ich da keine Brücke verpassen? Weil du nicht oft genug bei uns reinschaust. Ich hab 3000 Taler. Ich hab den Preis hochgeschraubt. Nein, da steht immer nur 3000. Halt die Klappe. Du hast sie deaktiviert. Ich hab sie nicht deaktiviert. Oh, dann würden sie da nicht stehen. Warum seid ihr alle so geil drauf, dass ich eine Perücke trage? Was ist falsch mit euch? Du erinnerst mich immer an eine thailändische Prostituierte. Ja, hast du in Tirol viele thailändische Prostituierte? Nein. Ach so, deswegen. Hab ich ja Hangover gesehen. Da kommt der Megalodon. Pete, du wirst ab jetzt Kapitän wieder. Viel Spaß. Okay, also ich bin wieder am Steuer. Wo denn? Ja, muss uns Wasser gucken. Irgendwo taucht er auf. Bestimmt hinter uns. Hinter uns, rechts. Wollen wir den bekämpfen? Gibt Kohle.
Oh, ach. Dann, 22. April kommt das Update. Er kommt, ne, ja. Was für ein Update? Für einen neuen Schiff. Setzt den Anker. Echt? Mit welchem? Ja. Hat der Flocke gerade geschrieben, keine Ahnung. Mit dem größeren Schiff. Das wäre geil. Jetzt heißt es nur noch die. Ja, weil wir dann den Megalodon kriegen. Das ist dann einfacher. Okay. Ach, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Wo ist er? Munition? Rechts, ja. Also jetzt links von uns, am Schiff. Okay, dann halten wir drauf. Ist wieder keiner am Steuer? Ja, brauchen wir nicht, wir Boot stehen ja. Steht. Ach so. Wir wollen ja den Megalodon haben. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ich hole mal ein paar Kanonenkugeln. Ja, mach das mal. Zu viert kriegen wir den schneller down. Ich wechsle zur Pistole. Ja, da hinten kriegen wir den auch. Was willst du mit der Pistole? Willst du ihm sein Zahnfleisch kitzeln? Das auch. Okay, der ist unter Wasser fast. Was? Nee, was ist fast? Mann, ich habe eben gedacht, der wäre unter Wasser, aber der ist nicht ganz unter Wasser. Der ist hinter uns. Irgendwie. Oh, ist er abgehauen? Der schwimmt weg, oder? Ja, verpiss dich! Feigling! Warte, ich mach's Licht an. Alter, was ist mit dem? Ja, der ist weg. Oh, man kann Crewmitglieder dann wiederbeleben. Echt? Geil. Neue Designs für Schiffe, neue Regeln für Arena. Schiffe bekommen optische Veränderungen. Geil. Nice. Da könnt ihr die Perücken nicht auswählen. Warte, ich muss da. Schau, dass ich einmal nützlich bin. Die Perücken waren eben aktiviert. Ich habe nichts geändert. Perfekt. Nice, ich freue mich auf die neuesten Schiffe. Am 22. hieß es. Schiff. Ich hab doch keine Ahnung. Ja, da wissen wir ja, was wir machen, oder, Alex? Aber hübsch. Klar. Wunderhübsch, very sexy. Redet ihr von mir? Holzbein? Brauche kein Holzbein. Warum? Jeder soll ein Holzbein haben. Ja. Nein, ich hab schöne neue. Du kannst da zwei Holzbeine machen. Ich hab mir extra mein Bein abgeschnitten für so ein schönes Holzbein. Nein, ich will kein Holzbein. Geh mir weg mit Holzbein. Du willst ein Holzbein? Nein, will ich nicht. Okay, so, wir können Pete, Holzbein hol die Säge. Dinge. Ich bin Piratenkönigin, ja, ich hab kein Holzbein. Was? Es gibt nur eine Piratenkönigin, das ist Ruffy. Also, es gibt so ein paar neue Sachen, die kommen. Man kann zu einem Abgesandten des Spiels werden. Also, im Spiel werden. Dadurch kannst du, musst du mit einem Vertreter einer Kompanie sprechen und dazu kannst du Piraten und Schiffe dementsprechend neu designen, also neu umdesignen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt schon bei der Insel vorbeigefahren sind. Nee, wir sind noch nicht da. Wir sind vorbei. Echt? Ja. Das kann doch nicht sein. Wir müssen scharf nach rechts einschlagen. Wo wollen wir denn jetzt genau hin? Das ist die da vorne. Die Insel, die links da markiert ist. Thief 7. Da. Nee, nicht Thief 7, oder? Doch. Doch, wenn wir weiter geradeaus fahren, sind wir Sind am Rand der Welt. Mal im Stream. Oh ja, alles klar, sorry. Scharf rechts. Scharf rechts. Scharf, wo ist das Schaf? Und scharf rechts. Wir werden auf nicht mehr reichen. So, gut, das ist die große Insel vor uns. Wow, was ist das für eine Kurvenlage? Der Gute. Wir haben so ein bisschen tiefer gelegt, das Schiff. Was ist das gerade für eine Musik? Ich habe keine Ahnung, es hat aber etwas gefährlich geklungen. Ja, schon. Wow, Alter, haben wir eine Geschwindigkeit drauf. Ja, ich muss mal schauen, ob ich jetzt wieder eine Perücke verpassen kann. Ja, konzentrier dich auf Steuern, wir rammen gleich wieder eine Insel. Wir fahren wieder vorbei. Steuern? Ja, was für Insel jetzt? Die linke! Das große Ding da im Wasser. Nennt man Insel. Das ist das einzige hier im ganzen Wasser. Das sind mehr große Dinge. Ja, aber nicht welches im Rammen. Links! Ich hab schon voll links eingeschlagen. Ja, wenn ich dich auspeitschen könnte, ich würd's machen. Oh cool, es wird Katzen geben mit dem nächsten Update. Yes, ich lieb Katzen. Ach ja. So leicht gepfeffert, ich geil. Ich werd sie alle gefüllt. Kaufen. Nein, ich mag Katzen wirklich. Ich auch. Wie gesagt, leicht gesalzen, gut, okay. Ich hab zwei. So, wenn man sie essen kann, dann magst du alles. Ich ja, mag gut, ja auch Menschen. Da, schau, da geht's rein. Wir fahren jetzt mit in die Insel rein. Also, nehmt ein bisschen Wind aus dem Segel. Wir fahren jetzt durch die Öffnung. Wir werden beschossen. Ah, ja. So, ich habe mir mal durchgelesen, so viele Informationen gab's da jetzt auch nicht. Also da stand jetzt nichts vom neuen Schiff oder so, sondern nur ein bisschen Umdesign und dieser neue Modus mit dem Abgesandten. Und die Katzen kommen noch dazu. Wer schießt denn da auf uns? Oh Gott. Bisschen mehr die Segel rausnehmen in der Mitte. Soll ich den Anker hauen? Mitte, ja, Anker. Nimm die Segel in der Mitte raus! Ah! Wie wär's jetzt mit dem Anker? Okay.
Ja, okay. Das könnte echt passen. Das ist viel zum Klettern. War das jetzt geil eingepackt? Okay, oder? Das ist Gott, sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich komme jetzt sogar rein, wenn es eng wird. Okay, ich hole mir noch was zu futtern, ja. Weil das ist ja auch Heilung. Ja, ja. Wo ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, da habe ich es nicht mehr geschafft, zwischen zwei Inseln durchzufahren. Du schaffst es immer noch nicht. Doch, und jetzt schau mal, wie eng die Passage jetzt war. Ich bin einfach ab in den Bauch des Schiffes. Hier muss ein Schiff irgendwo liegen. Ja. So jedenfalls steht das hier auch drauf. Eine Monsterinsel und dann genau, ab in den Bauch. Das heißt, Kate hat es. Habt ihr es schon? Ja, was? Kate hat es gefunden. Flocke, der hat nicht bei Lieferando gearbeitet, der Piep, der verfährt sich einfach nur. Ja, hier Geräusche. Ja, das ist ein Skelett oder sowas. Lieferando, den gibt's nicht. Oh, shit. Wo seid ihr denn? Oh Gott. Ach, das da. Ach, das große Ding hier. Du musst die Lieferando. Kate, hol am besten deine Waffe. Ja, Kate, hol am besten deine Waffe. Waffe? Waffe? Ich kann mit der Laterne draufhauen. Munition. Also, Flocke, wir haben vor kurzem halt drüber geredet, weil es sollte ein Achterschiff, glaube ich, war geplant, oder? Ja, genau. Das wäre ja so geil. Aber, hey, überleg dir mal, wie chaotisch das wird. Wenn ich das Du bleibst am Steuerbiet. Du bleibst am Steuer. Okay. Du kannst das so gut. Deswegen bleibst du am Steuer. Ach gut, da müssen wir hoch. Ihr seid richtig, ja. Ja, das sieht gut aus. Ja. Oh, kommt jetzt wieder so eine Jump'n'Run-Passage vom letzten Mal. Ja. Das wird lustig. Ich kann hier unter den Rock schauen, aber ich guck weg. Verschämt. Du schaust mir unter den Rock? Hallo? Kate, wo bist du? Ich hab eine Hose an. Kate, hier sind Skelette. Hier ist noch eine Leiter. Ein Skelett, zumindest. Sehr gut. Ja. Irgendwie ist es schwer zum Teil einfach viel effektiver als die Shotgun. Wir sind da. Hier ist ein Wasserfall. Und hier ist eine Brücke. Ja, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber gut gemacht, Piet. Ja. Yay! Ah, da oben steht ein Skelett. Ja, wir müssen jetzt so einen. Durch so 6 Fackeln. Fackeln? Diese hier. Das sieht gut aus. Genau, das stimmt. Und jetzt kämpft ein dreiköpfiger Oger. Alles gut. Was hast du mit deinem dreiköpfigen Oger? Ja, schau mal drauf. Ja, das sieht aus wie ein dreiköpfiger Oger. Oger. Du musst jetzt wohl nicht wirklich sagen, dass es in dem Piratenspiel keine dreiköpfigen Oger gibt. Das wird spannend. Ah, Moment. Da, wenn man weitergeht, müssen wir in den Kopf einer Schlange oder irgend sowas reingehen. Okay, ist das jeder sein Fetisch? Nein, hier ist der Oger, den du meintest. Feindchen ist tot. Ah, ja, sag ich ja. Und in dem, wenn wir den kaputt machen, da drinnen ist der Schatz. Laut der Zeichnung von der Kleinen. Nee, wir müssen in den Kopf einer Schlange. War das Schweinchen zu töten böse von mir? Nein, das ist Futter. Das wird dich was? Da ist noch ein Schweinchen. Hört ihr das? Wir müssen nieder mit Tierschutz. Und Hühner sind da auch. Niemals Hühner angreifen, das weiß man aus Zelda. Ja. Kopf in einer Schlange. Also so jedenfalls sieht's aus. Guck mal, da geht's doch auch rüber. Es sei denn, es ist ein Pfad gemeint. Aua. Aua, ich habe Besuch von einem Skelett. Was will das denn? Dann halt. Aber was für Schlange? Also, wenn du auf das Bild guckst, das ist, oder vielleicht ist es einfach nur der Pfad nach oben, sowas. Okay, schau mal, es geht jetzt von oben. Ancient Spire. Eine Monsterinsel. Los, Südwesten. Ab genau. In den Bauch. Im Bauch. Nach oben klettern. Schlange nach oben. Wasserfall. Dann geht's rauf und dann kommt der Oger. Und wenn wir den Oger killen, wenn wir den köpfen, dann ist da der Schatz drinnen. Ja, nee, und dann geht's ja. Nee, das. Ach so, ist halt einfach. Stimmt, nee, du hast vollkommen recht. Nee, er hat recht. Ja, die Reihenfolge habe ich auch. Ich habe oben nach unten. Ich habe von oben nach unten gelesen. Ja, habe ich auch. Du hast vollkommen recht, Pete. Sorry, wir sind. Auf den Schock ist jetzt nochmal eine. Ich bin geschockt, dass du zum zweiten Mal recht hast. Was ist los? Ich hab keine Ahnung, also heißt das. Was haben wir denn hier? Einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Okay. Einen Knochenschlüssel. Und wo steckt man jetzt den rein? Flo, beug dir mal nach vorne. Okay, Moment. Moment, es kann einer das Buch rausholen? Warte mal. Jetzt kommt nämlich die nächste Geschichte. Stürmische
Sieh mal dein Zuhause.